Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht nochmal um diesen dritten Tempel, der immer wieder bemüht wird und wo immer wieder gesagt wird, dieser dritte Tempel, der wird gebaut von den Juden. Ich glaube, dass nirgends in der Bibel steht, oder ich sage mal anders, ich bin überzeugt davon, dass die Bibel an keiner Stelle einen jüdischen dritten Tempel für die Endzeit ankündigt. An keiner Stelle. Und ich habe das vielfach schon gesagt, ich wiederhole mich da ja auch nur, und ich wiederhole das auch gerne. Es gibt in der Bibel nur zwei Stellen, die von einem Tempel für die Endzeit sprechen. Die eine Bibelstelle ist, der Antichrist, der setzt sich in den Tempel und lässt sich dort als Gott verehren. Und die andere Bibelstelle ist Offenbarung 11, wo Johannes sagt, misst den Tempel und den Altar und die darin anbeten. Ja? Wer jetzt genau zugehört hat, der weiß, dass ich jetzt gerade einen Fehler gemacht habe. Ich habe nämlich etwas weggelassen. Ich habe etwas Wichtiges weggelassen, was kaum jemandem auffällt, wenn er die Verse liest. Ich habe etwas formuliert, so wie es immer formuliert wird von den Pastoren, wenn sie über dieses Thema reden. Der Antichrist setzt sich in den Tempel und lässt sich dort als Gott anbeten. Da fehlt was in diesem Vers. Aber es fällt niemandem auf. Alle hören begeistert zu und reden das alles nach. Aber es fehlt etwas Wichtiges in diesem Vers. Eigentlich schreibt Paulus, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt. Das schreibt Paulus. Und sich dort göttlich verehren lässt. Und Johannes schreibt, oder Johannes wird gesagt in Offenbarung 11, misst den Tempel Gottes. Hört ihr den Unterschied? Da steht nicht, misst den jüdischen Tempel. Da steht, misst den Tempel Gottes und die darin anbeten. Ja? Der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes. Und der Unterschied ist, dass der jüdische Tempel, wenn die Juden denn einen bauen, ich weiß das nicht, das kann sein, die bauen einen, kann sein, die bauen keinen. Ja, in der Bibel ist es zumindest nicht für die Endzeit vorhergesagt. Da ist etwas anderes vorhergesagt in der Bibel. Etwas, was man bisher nicht deuten konnte, weil man nichts von der Wiedergeburt Jerusalems wusste. In der letzten Zeit wird die Stadt Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und dann wird die ganze Stadt Jerusalem ein Tempel sein. Ein Tempel im Heiligen Geist. Das ist für uns schwer zu verstehen, weil wir aus den Heidenchristen kommen und weil dieses Thema für uns komplett neu ist. Ja? Aber man kann das in der Bibel ablesen. Viel schwieriger war das für die Juden damals zu verstehen, dass die Gemeinde ein Tempel im Heiligen Geist ist, ein Tempel Gottes ist. Da benutzt Paulus dieselbe Formulierung für die Gläubigen in Korinth, dieselbe Formulierung. Ihr seid ein Tempel Gottes. Die Juden wollen aber einen jüdischen Tempel bauen und Paulus schreibt nicht, der Antichrist setzt sich in den Tempel der Juden und lässt sich dort anbeten. Das schreibt Paulus nicht. Paulus schreibt von einem Tempel Gottes. Warum ist das denn kein Tempel Gottes, wenn die Juden dort einen Tempel bauen? Ganz einfach, weil sie diesen Tempel nach alttestamentlichem Ritus betreiben. Bestenfalls, der Rabbi Hillel weiß, das ist der Vorsitzende vom Tempelinstitut in Jerusalem, der sagt, da dürfen alle anbeten. Auch die Muslime können da ihren Allah anbeten und wer auch immer irgendwelche göttlichen Wesen hat, die die Welt geschaffen haben, die dürfen dort anbeten im Tempel. Ja, da habe ich ein Video zu gemacht, hat er wörtlich gesagt, im israelischen Fernsehen. Gibt es einen Clip zu, müsst ihr mal suchen. Aber dieser jüdische Tempel, der dort gebaut wird, ist kein Tempel Gottes. Warum? Weil dort bestenfalls nach jüdischem Ritus geopfert wird. Jedes Opfer, was dort gebracht wird, jedes Passahlamm, was da geschlachtet wird, das tritt das Blut Jesu Christi mit Füßen. Weil damit gesagt wird, wir glauben nicht an das Opfer Jesu Christi auf Golgatha, sondern wir glauben nur an das Passahlamm aus dem Alten Testament. Und damit ist dieser Tempel ein jüdischer Tempel. Und weil Jesus Christus das letztgültige Opfer ist, was überhaupt gebracht worden ist, deswegen ist das nicht der Tempel Gottes, wenn alttestamentliche Opfer gebracht werden. Das ist ein jüdischer Tempel, das ist ein eigenwilliger Tempel. Die Juden sind zu spät. Die haben nicht erkannt, dass ein Opfer in Christus schon gebracht ist. Das verstehen die bis heute nicht. Dieser Tempel
den Paulus meint, ist ein ganz anderer. Das ist ein Tempel Gottes. Warum ist denn Jerusalem, wenn Jerusalem an einem Tag zum Glauben an Jesus Christus kommt, in der Endzeit ein Tempel Gottes? Nun, das ist so. Jerusalem, ganz Israel kommt in den Krieg. Israel bricht auseinander. Israel bricht in zwei Teile, den nördlichen und den südlichen. Dann wird irgendwann Jerusalem angegriffen. Und wenn die Stadt Jerusalem angegriffen wird, dann kommt die Bevölkerung, die dort übrig bleibt. Das sind dann nur wenige Tausend wahrscheinlich. Jerusalem hat ja fast 1 Million Einwohner. Die werden aber alle fliehen vor diesem Belagerungsgeschehen. Ich vermute mal, dass das 7000 sind. Gibt es Gründe aus der Offenbarung. Ist aber nicht so wichtig. Da bleibt nur ein kleiner, versprengter, jämmerlicher Überrest in dieser Stadt übrig. Der wird eingekesselt werden. Und dann schreien die zu Gott. Und dann gießt Gott seinen Geist auf die aus. Und dann werden die wiedergeboren. Und dann ist die ganze Stadt Jerusalem ein Tempel im Heiligen Geist. Mehr noch, dann ist die Stadt Jerusalem ein Tempel im Heiligen Geist mit einer geistlichen Priesterschaft darin. Dann geht das Evangelium wieder heim. Ja, wir Christen aus den Nationen sind eine Ausnahme in Gottes Heilsgeschichte. Wir sind Gnadenwahl, Römerbrief. Wir sind eingepfropft in den Ölbaum. Ob uns das jetzt passt oder nicht, das ist halt so. Und die Verheißung der Wiedergeburt, die galt nicht mal ganz Israel, die galt nur Jerusalem. Nur der Königsstadt Jerusalem galt diese Verheißung der Wiedergeburt. Die Tochter Zion kommt in Wehen, wird belagert und gebiert, nämlich erlebt Wiedergeburt. Und dann ist der Tempel vollständig. Das ist dann ein Tempel Gottes. Den Tempel, meint Paulus. Und wenn der Antichrist dann Jerusalem erobert, in die Stadt bricht und die, die dort wiedergeboren sind, tötet, dann wird er von den Juden göttlich verehrt werden. Dann werden die sagen, das ist unser Ben David, der hat uns von dieser Schmach befreit, dass aus unserer Hauptstadt in Jerusalem das Evangelium der ganzen Welt gepredigt worden ist. Ja, das war so peinlich und jetzt kommt der und das ist unser Ben David. Das ist aber auch wieder ein Thema, wo man im Einzelnen drüber sprechen müsste, aber das wird immer wieder verwechselt und vermischt mit Archäologie, weil viele sagen jetzt natürlich auch, ist auch ein interessantes Thema, ja, die sagen, der Tempelberg ist gar nicht der Tempelberg. Der Tempelberg, dieses große Karree da in Jerusalem, das ist die Burg Antonia. Das ist ein römisches Militärbauwerk und der Tempel, der wirkliche Tempel, der war südlich davon in der Davidsstadt. Die wird ja gerade ausgegraben, könnt ihr sehen im Internet, ja. Und der wirkliche Tempel, der lag in der Davidsstadt. Und dieser Berg Moria, der dort stand, ja, der ist abgebrochen worden und der Tempel auch. Und zwar Tabula Rasa, wie Jesus sagt, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Ja. Die Westmauer steht ja noch vom Tempel. Ist das dann die Tempelwestmauer oder ist das vielleicht ein römisches Militärbauwerk, an dessen Rückseite die Juden anbeten? Ja. Was eine fatale Verwechslung wäre. Aber es gibt Leute, die sagen, ja, der Tempel stammt direkt über der Gihonquelle und die liegt halt südlich vom jetzigen Tempelberg. Ja, und die Gihonquelle ist eine Siphonquelle und die kam im Tempel, kam die raus, sprudelte raus und dort haben die Priester sich dann gereinigt, um diesen Tempeldienst zu begehen. Und die Gihonquelle ist die einzige Quelle in 5 Kilometer Umkreis. Die einzige Quelle, die lebendiges Wasser hat, wo die Priester sich dann reinigen konnten, bevor sie ihren Gottesdienst gemacht haben. Und wenn der Tempelberg wäre, müssten sie ja in der Gihonquelle sich reinigen und dann müssten sie von der Gihonquelle rauflaufen, bis sie dann irgendwann auf dem sogenannten Tempelberg wären und auf dem Weg dahin hätten sie sich ja wieder verunreinigt. Ja? Das passt also nicht. Also diese Theorie, dass der Tempel südlich vom heutigen sogenannten Tempelberg steht, die ist schon interessant, aber das ist alles Archäologie und Geschichte. Das ist aber nicht mein Thema. Ja, das ist alles interessant. Archäologie und Geschichte finde ich super interessant. Ja. Aber das ist nicht das, was ich behandle hier. Was ich behandle, ist ganz reduziert, stoisch reduziert, das, was Paulus und Johannes, was überhaupt das Neue Testament zum Tempel sagt. Und wie gesagt, gibt es an diesen beiden Stellen. Es gibt noch eine Stelle im Johannesevangelium, wo Jesus sagt, brecht diesen Tempel ab und ich will ihn in 3 Tagen aufrichten. Er redete aber von dem Tempel seines Leibes. Ja, das wird uns extra erklärt in der Bibel. Er redete von dem Tempel seines Leibes, damit wir das verstehen. Warum? Weil wir Menschen so irdisch gesinnt sind. Wir denken in Archäologie und in Historie und in Holz und Steinen. Und wir sind blind für diese geistlichen Aussagen des Paulus. Ja. Und ich habe den Eindruck, je weiter wir in der Endzeit vorankommen, desto blinder werden vor allem die Christen. Das Licht wird uns genommen
für geistliche Wahrheiten. Und dann werden wir jüdisch, dann denken wir jüdisch, dann denken wir in einem endzeitlichen jüdischen Tempel aus Steinen und Holz, der in Jerusalem noch gebaut werden würde. Das ist aber irdisch gesinnt. Paulus spricht von einem geistlichen Tempel Gottes und nicht von einem eigenwilligen jüdischen Tempel, der zu spät gebaut wird. Die wollen ja einen zweiten Tempel bauen, die wollen einen Tempel bauen, einen herodianischen Tempel. Herodes war Edomiter, der war von Edom. Und die wollen so einen Tempel bauen. Und die Christen plappern das nach. Sorry, aber die plappern das nach. Das ist doch, hat doch mit dem Neuen Testament überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach falsch. Das kann man auch relativ schnell sehen. Und ja, ich weiß, dann kommen wieder alle und sagen, ja, der Tempel muss gebaut werden, weil die Juden haben ja schon alle Tempelgeräte fertig. Das ist unerheblich, ob die ihre Tempelgeräte fertig haben oder nicht. Mag sein, die bauen den Tempel. Seit 70 Jahren wird für diesen Tempel gespendet aus der ganzen Welt. Da sind Milliarden liegen da, die können den Tempel mehrfach bauen. Ja? Da steht halt jetzt die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom. Auf wahrscheinlich einem römischen Militärbauwerk. Das heißt, der Standort wäre ja dann auch der falsche. Ja, das passt doch vorne und hinten nicht. Das ist aber alles nur Archäologie, nur Geschichte. Mir geht es nur, und das sind flankierende Dinge. Ich finde die auch interessant. Ich schaue mir die auch an. Ich weiß das auch. Ja. Aber meine Kernaussage ist die, dass im Neuen Testament nirgends, weder von Paulus noch von Johannes, vor allem nicht von diesen beiden, für die Endzeit ein jüdischer Tempel vorhergesagt wäre. Das ist eine Chimäre. Paulus hat einen geistlichen Tempel gesehen. Paulus hat die Gemeinde Jesu Christi gesehen. Glaubt ihr, der würde für die Endzeit einen jüdischen Tempel auf dem Tempelberg vorhersagen? Nee, nicht einmal einen, den sich der Antichrist setzt. Da fehlt aber den Auslegern auch nicht, weil viele nichts wissen von der Wiedergeburt Jerusalems. Und deswegen kann man diese Stelle nicht deuten. Wenn Jerusalem in der letzten Zeit wiedergeboren wird, die ganze Stadt oder die paar, die dort noch versprengt sind, dann ist die Priesterschaft im Tempel. Die geistliche Priesterschaft, das ist eine Priesterschaft Gottes in einem Tempel Gottes, um dort den Dienst Gottes zu verrichten. Ja? Dann haben wir einen Tempel. Das ist ein Tempel Gottes. Der wird gemessen, ja. Und wenn der Antichrist bei einem zweiten Angriff in die Stadt hineinbricht und die alle tötet, wenn er die Priesterschaft im Tempel tötet, wie der Doeg damals bei David, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo der Antichrist sich in den Tempel setzt oder in dem Tempel, wo er sich im Tempel einsetzt. Ja, er lässt sich dort göttlich verehren. Warum der dort göttlich verehrt wird, lässt sich eigentlich nur dadurch erklären, dass das für die Juden unglaublich peinlich war, dass aus der Gottesstadt Jerusalem, aus ihrer Stadt, ja, aus der jüdischen Hauptstadt der Welt, das Evangelium Jesu Christi gepredigt wurde. Wir kennen aber zu wenig die Ablehnung der Juden gegenüber Jesus. Die Ablehnung der Juden gegenüber Jesus ist extrem. Das wird in den Christen, vor allem in den zionistischen Kreisen, aber total ausgeblendet. Im Talmud stehen Dinge von Jesus, die sind schmutzig. Die will ich hier nicht sagen. Und wenn in der Endzeit aus Jerusalem heraus dieses Evangelium Jesu Christi gepredigt wird, dann ist das für die Juden ein absoluter Affront. Und wenn dann jemand kommt, wer auch immer das sein mag, der sie davon befreit, dann werden die den anerkennen und werden sagen, wir warten eh auf zwei Messias, dann bist du unser Messias Ben David. Dann wird der Antichrist göttlich verehrt in Jerusalem. Ist aber auch nur, ich sag mal, tangiert eigentlich nur die Bibel. Mir geht es nicht um Archäologie, mir geht es nicht um Geschichte. Ich nehme das auch mit dazu, ja, aber ich begründe damit keine Bibeltexte. Mit Historie und Geschichte oder jüdischen Wunschträumen kann man das Neue Testament doch nicht auslegen. Ja, auch die jüdische Auslegungstradition nützt uns überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Warum? Weil die Gottesgeist nicht haben. Warum? Weil die nicht an Jesus Christus glauben. Die können das Alte Testament nur irdisch gesinnt auslegen. Die können das geistlich überhaupt nicht verstehen. Googelt mal danach, was sie von der Nehustan halten, von der Schlange, die in der Wüste erhöht wurde von Mose. Ja? Die ist ja auch angebetet worden dann. Hiskia hat die ja überhaupt erst zerstört. Ja? Die wurde ja dann irgendwann zum Götzendienst missbraucht. Und schaut euch mal an, was die Juden dazu sagen. Die erwarten auch einen Messias nach Hasch oder so heißt das, glaube ich, ein Schlangenmessias. Weil die sagen, alle, die Schlange angeschaut haben, sind gesund geworden. Also ist die Schlange was Gutes. Schaut euch das mal an, jüdische Mystik. Ich habe ein paar Clips darüber gemacht, Kabbalah. Das ist finster.
jüdischer Auslegungstradition nützt uns überhaupt nichts. Das nützt einem irdisch gesinnten Christen, ja? Wenn ein irdisch gesinnter Jude die Bibel auslegt, das nützt einem irdisch gesinnten Christen. Aber der geistliche Mensch wird davon nicht satt. Der geistliche Mensch braucht eine andere Nahrung, die kennt aber nur der, der geistlich ist. Ich mache euch zum Schluss noch ein kurzes Beispiel für geistlich und irdisch gesinnt. Ja? Der Paulus hat den Korinthern geschrieben, ihr seid ein Tempel Gottes. Wichtig, ja? Ihr seid ein Tempel Gottes. Er benutzt dieselbe Formulierung, die er auch in 2. Thessalonicher 2 für diesen Tempel benutzt, in den sich der Antichrist setzt. Ihr in Korinth, ihr seid ein Tempel Gottes. Paulus schreibt das zu einer Zeit, als der Tempel noch stand. Paulus schreibt das, der Tempel in Jerusalem, ja, aus Stein und Holz. Paulus schreibt das im Jahr 50, 55 nach Christus. Könnt ihr nachprüfen, 1. Korintherbrief. Ja. Und der Tempel in Jerusalem wurde ja erst im Jahr 70 nach Christus zerstört, also 15 bis 20 Jahre später. Das heißt also, die Juden, die haben gesagt, merkt ihr, der Paulus ist ein Wirrkopf, der ist verwirrt, der Mann. Ja, hier steht doch der Tempel. Schaut her, ihr könnt mit eigenen Augen könnt ihr ihn sehen, den Tempel. Hier ist die Priesterschaft, hier sind die Opfer, hier ist der Tempel. Der Paulus faselt etwas von einem geistlichen Tempel in Korinth bei den Kinderschändern. Merkt ihr, dass der Mann total wirr ist im Kopf? Hier könnt ihr hinschauen, hier ist der Tempel, hier sind die Opfer, ihr könnt das hier, es ist hier, alles ist da. Ja? Wie kann der denn behaupten, dass in Korinth ein Tempel Gottes wäre und dass die Korinther ein Tempel Gottes wären? Das sind Griechen, das sind Goyim, die sind unbeschnitten, sind unrein. Merkt ihr den Skandal, der darin lag in diesen Worten? Was wir heute so gedankenlos nachplappern, das war ein absoluter Affront. Aber Paulus wusste ganz genau, wovon er schreibt. Ja. Und die Juden wussten das eben nicht. Warum? Weil die irdisch gesinnt waren, weil die in Steinen und Holz gedacht haben, weil die dachten, ihr Tempel, in dem der Vorhang ja zerrissen gewesen ist, den sie dann wahrscheinlich wieder irgendwie repariert haben, dass der immer noch Gegenstand der Aufmerksamkeit Gottes war. Schon nach der Auferstehung Jesu Christi, nachdem die Sonne untergegangen ist, nachdem Erdbeben in Jerusalem gewesen sind, nachdem sogar Tote auferstanden sind nach der Auferstehung Jesu Christi in Jerusalem, nachdem die ganze Welt geglaubt hat, glauben die Juden das immer noch nicht. Ja, bis heute nicht. Und Paulus hat das gesehen. Paulus war geistlich gesinnt. Der hat einen ganz anderen Tempel gesehen. Der hat auch an einem ganz anderen Tempel gebaut und gearbeitet. Nicht an einem geistigen Tempel, sondern einem geistlichen Tempel. Im Deutschen kann man das schön unterscheiden. Und da seht ihr einerseits dieses irdisch Gesinntsein, Denken in Steinen und Holz und Opfern, alttestamentlichen Opfern und das geistlich gesinnt seine Denken in einem geistlichen Tempel mit geistlichen Opfern, Frucht der Lippen, wie Petrus sagt, wo Paulus sagt, opfert euch selbst, ja, opfert euer Leben, opfert euren Leib, ihr seid eine Priesterschaft im Geist und in Wahrheit und ihr seid ein Tempel im Heiligen Geist, ihr seid ein Tempel Gottes, das ist der Unterschied. Ja. Ich wollte das nur noch mal sagen und ich werde es immer wieder wiederholen und ich werde auch nicht müde, euch das zu sagen. Da gibt es auch schon, glaube ich, 2, 3 Clips drüber und ich mache das trotzdem immer wieder nochmal, weil so viele sind, die das noch nicht gehört haben. Ja? Man muss das auch mehrfach hören, damit man sich mit dem Gedanken überhaupt mal ein bisschen vertraut macht und vielleicht dann plötzlich spürt, wow, das passt. Ich schließe hier ab. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.